Ja, unsere Vision ist eigentlich, wenn man das so bei Lichte betrachtet, eine uralte. Schon die Chinesen haben gesagt, in einem gesunden Gefäß wohnt ein gesunder Geist. Gesundheit ist ein Geschenk. Ja, und für dieses Geschenk müssen wir etwas tun. Wir versklaven uns freiwillig, dass wir Geld verdienen, um uns den Nährstoffmüll zu kaufen, den man uns anbietet. Aber um uns gesund zu machen, sind wir meistens nicht bereit, die notwendigen Schritte zu gehen. Im Zentrum unserer Überlegungen steht eine Multimilieuregulation, die gezielt auf mehreren Ebenen auf das komplexe, biologische, vernetzte System Mensch eingeht. Und der Grundgedanke ist einfach, dass wir über die jahrzehntelange Bioakkumulation von Giften, die wir über die Nahrung, über Wasser, über Atmung, über Haut zu uns nehmen, zunehmend mit einer Giftbelastung leben müssen, die für den Körper ein großes Problem darstellt und häufig in chronische und chronisch degenerative Erkrankungen führt. Also als Team haben wir natürlich in erster Linie den gemeinsamen Punkt, dass wir den Menschen helfen wollen, zur Gesundheit zu kommen. Wir sind keine Menschen, beide denke ich, dass ich auch für meinen Freund Heinz spreche, die in die Zwangsmissionierung gehen, sondern wir arbeiten mit Leuten, die wirklich wollen. Und das sind eben meist austherapierte Patienten, die schon so und so viele Möglichkeiten des konventionellen Weges probiert haben und dann als letzten Strohhalm dazu übergehen, Eigenverantwortung zu nehmen, in kausale Prozesse reinzusteigen, die vielleicht nicht angenehm sind, ja, aber die dafür zu einer nachhaltigen Gesundheit führen und die muss gepflegt werden. Ich merke es auch immer wieder, wenn ich Menschen in die Entgiftung bringe, dass mit steigendem Bewusstsein um die Reinheit des Tempels ihrer Seele, wenn ich das so sagen darf, dass auch eine gewisse Spiritualität nach sich zieht, also das Bewusstsein des Eingebundenseins in höhere kosmische Zusammenhänge. Und das ist schon ein interessanter Aspekt.